Mahlzeit, meine Barbecue-Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge, die schnelle Grillbeilage. Was wird es heute geben? Wir machen grünen Spargel am Grill. Die wenigen Zutaten sind Olivenöl, Salz, dann hier einen guten Bund von dem grünen Spargel. Was braucht ihr noch? Eine Schale, eine Grillzange, ein Messer, einen Schäler und ein Holzbrett. Das erste, was wir tun müssen, ist hier das holzige Ende entfernen. Mein Tipp ist, geht's her und schaut, da wo es bricht, da ist das Ende zu Ende und dieses Stück schmeißen wir weg. Das kann man nicht wirklich essen. Der zweite Schritt ist einfach, ihr nehmt so einen Schäler und geht ganz vorsichtig nur auf ein paar Stücke hier drüber, so dass dann später die Marinade schön einziehen kann. Der nächste Schritt der Vorbereitung, ihr nehmt hier so eine Schale, gebt gut was von dem Olivenöl hier rein. Dann noch eine gute Menge von dem Salz. Und dann ein bisschen vermengen. Und schon könnt ihr den Spargel reinlegen. Und mit Handschuhe oder mit so einer Zange darin wenden. Am Ende gebe ich noch ein bisschen Salz drüber. Ihr seht, die Vorbereitungen sind nicht schwierig. Der grüne Spargel eignet sich wirklich super als Beilage für einfach alles. Für ein gutes Steak, Würsteln und so weiter. Den weißen Spargel würde ich jetzt nicht so empfehlen. Der ist geschmacklich beim Grillen nicht so der Hit. Ist eine persönliche Meinung. Ich liebe ihn und auch meine ganzen Gäste. Und das kommt jetzt für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Der Spargel war nun eine Stunde im Kühlschrank, mein Gasgrill ist angeheizt zu um die knapp 200 Grad und wir gehen noch mal rüber und legen los. Du nimmst den Spargel und legst ihn am besten quer zu deinem Rost, so kann der hier nicht durchfallen. Nach so circa 3 Minuten den Spargel einfach mal wenden. Der Spargel vom Grill ist auch schon fertig und als kleiner Geheimtipp noch ein bisschen was vom Parmesan drüber geben. Ja, dann sage ich mal Mahlzeit. Wow. Also der Geschmack vom Spargel ist ja eh schon richtig geil. Aber mit dem Salz, dieser Parmesan, der schon ein bisschen geschmolzen ist. Wow, also das ist eine mega Grillbeilage. Ein Geschmackserlebnis, Garantie, einfach geil. Leute, bis zum nächsten Mal, euer Noah im Barbecue.